Sehen Sie, Herr Krüger, das meinte ich, als ich gesagt habe, die Berliner CDU lebt in einer Parallelgesellschaft. Sie haben keine Ahnung. Sie haben keine Ahnung, wie die Situation in dieser Stadt ist. Und Sie haben ganz offensichtlich keine Ahnung, wie die Menschen in dieser Stadt untergebracht sind. Seit 3 Jahren fordern wir hier abwechselnd mit den anderen Oppositionsparteien, dass es endlich Flüchtlingsunterkünfte mit definierten Standards, die vertraglich vereinbart sind und die kontrolliert werden, dass das endlich eingeführt wird. Seit 3 Jahren, Herr Krüger, liebe CDU, lehnen Sie all diese Anträge ab, ohne dass sich irgendwas verändert hat. Herr Krüger, bitte, wo sind denn die landeseigenen Unterkünfte, von denen Sie sprechen? Es gibt die 6 Container. Da brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber zu streiten. Ich weiß, wie toll Sie sie finden und Sie wissen, wie bescheuert ich die finde. Mehr haben Sie nicht geschafft. Jetzt stehen wir, und ich habe Ihnen das letzte Mal schon gesagt, Sie sagen immer, der Senat bemüht sich redlich und nichts passiert. Und Sie sagen immer, Sie haben letztes Jahr gesagt, jetzt steht aber der Winter vor der Tür und wir müssen gucken, wie wir die Wintersituation meistern. Und jetzt sage ich Ihnen, der Winter steht vor der Tür. Wir sind bei Turnhallen und bei Zelten angekommen und kein Ende ist absehbar. Und wir haben Ihnen einen umsetzbaren Vorschlag gemacht. Dieser Vorschlag würde bedeuten, dass man diesen unseriösen Hostelbetreibern das Handwerk legen kann, weil man schickt die Leute nicht los mit einem Blankogutschein, sondern man sagt ihnen, wir haben ein Kontingent in Hotel Hostel XYZ, da kannst du hingehen, dort kriegst du ein Zimmer. Das, Herr Krüger, ist der Unterschied. Das ist ein Plan. Der hat Sinn und Verstand. Das haben wir Ihnen vorgeschlagen. Alles andere, was Sie hier machen und was Sie erzählen, ist ein unglaublich großer Quark und stimmt mit der Realität nicht überein. Und das wissen Sie. Vielen Dank. Ja, bitte schön, Herr Kollege Krüger, dann können Sie erwidern. Ansonsten, liebe Kolleginnen und Kollegen, würde ich dann bitten, doch auch die Plätze einzunehmen oder die Gespräche draußen zu führen. Besser wäre, die Plätze einzunehmen. Ja, verehrte Frau Kollegin, Ihre von Markigkeit strotzenden Worte führen doch aber nicht daran vorbei, dass in den letzten Monaten von Seiten des Senats durch den gesamten Wechsel in der Konzeption der Unterbringung und selbstverständlich angefangen von den Bauten, die Sie hier so abfällig angesprochen haben, über die jetzt im Haushalt stehenden Planungen im Bereich einzelner Fertigelemente es Stück für Stück vorangeht, dass es andere Immobilien gibt, die ertüchtigt werden. Sie erwarten immer alles auf einen Schlag. Das ist meines Erachtens nicht möglich. Und wenn Sie auf der einen Seite immer wieder in der letzten Zeit die Hostels kritisiert haben, Sie jetzt aber plötzlich als die Lösung aus dem Boden heben, dann ist doch das nicht ganz richtig. Denn es gibt doch jetzt schon mit einigen dieser Hostels Verträge. Da kann man ja sehr wohl weitermachen. Und trotzdem bleibe ich dabei, die bessere Lösung ist, wenn wir vom Staat aus kontrollierte Unterbringungsmöglichkeiten anbieten können.